Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge. Mein Name ist Simona und heute erleben wir ein wirklich tiefgehendes Gespräch mit Vivi Boy oder Viviana, so ist ihr richtiger, voller Name. Sie ist Trauerbegleiterin und Leiterin des Zentrums Lacrima für trauernde Kinder und Jugendliche. Und sie teilt mit uns die bewegenden Einblicke in die Welt der Kindertrauer und erklärt, wie Kinder Verlust erleben und gibt wertvolle Tipps für Eltern und Bezugspersonen. Welche Missverständnisse herrschen denn eigentlich über trauernde Kinder und wie können Erwachsene ihnen Raum für ihre Gefühle geben? Darum geht's heute in unserem Interview und das steckt voller Empathie und auch voller Fachwissen für alle, die mehr über den einfühlsamen Umgang mit Trauer bei Kindern erfahren möchten. Und jetzt geht's los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen beim Team F Podcast Beziehungshelden. Hier inspirieren wir dich, wie du deine Beziehungen noch mehr genießen, heilen und leben kannst. Wir wünschen dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Vivi. Guten Morgen, liebe Simona. Ja. Jetzt sitzen wir wieder zusammen und ich freue mich wirklich sehr, sehr auf unser Gespräch und bin auch gleichzeitig echt ja so ein bisschen angespannt, weil das ist ja echt ein Thema, was wir vor uns haben, das jetzt nicht so einfach ist. Ja, das stimmt. Ich habe mich auch auf die Zeit mit dir gefreut, aber es ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Mhm. So, ich gehe mal davon aus, dass noch nicht so wahnsinnig viele Menschen, die uns jetzt zuhören, dich kennen. Deshalb würde ich gern ein paar Worte zu dir oder über dich sagen, wer du eigentlich bist. Genau, du bist Viviana Boy, du hast selber 3 Kinder und du engagierst dich leidenschaftlich in verschiedensten sozialen und beratenden Bereiche. Bist auch selbst Mitarbeitende bei Team F und ihr habt die Paarberatung, Ausbildung gemacht mit deinem Mann zusammen. Jedenfalls nach deiner Zeit als Sonderschullehrerin hast du dich auf die Begleitung von Sterbenden und Trauernden spezialisiert. Mega spannend, da kommen wir gleich zu. Wie zieht es einen Menschen eigentlich in diese Richtung? Und zunächst hast du ehrenamtlich dich da engagiert in der Sterbebegleitung und im Kinderhospiz und seit 2018 richtig als Trauerbegleiterin, da bist du tätig. Du leitest seit 2023 Lacrima, das ist das Johanniterzentrum für trauernde Kinder und Jugendliche. Und du hältst auch Vorträge und Workshops, um über Trauer und speziell auch über Kindertrauer aufzuklären. Genau, das mache ich. Sehr schön. Ist dem noch irgendwas hinzuzufügen? Bestimmt ganz Nein, viel. Das hast du ganz großartig gemacht. Das bin ich. Super. Genau, und jetzt kommen wir ja auch bestimmt während des Gesprächs so auf die ein oder anderen Dinge sowieso zu sprechen. Auf jeden Fall, klar. Genau, ich hatte es ja gerade schon so angedeutet, wie kommt man eigentlich dazu? Was hat dich bewegt, Trauerbegleiterin für Kinder, also speziell für Kinder und Jugendliche zu werden? Ja, das ist eine Frage, die ist ganz interessant, finde ich, für mich, weil wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest oder vor 12 Jahren gesagt hättest, Vivi, das wirst du mal machen, dann würde ich dir sagen, hätte ich dir gesagt, du spinnst doch. Das ist überhaupt nicht mein Thema, weil ich aus einer Familie komme, wo wir viel Verlust erlebt haben, also Tante, Onkel, dann auch meine Mutter. Also wir sind sehr stark in diesem Verlustthema als Familie drin gewesen, also meine Herkunftsfamilie. Es wurde aber nie drüber gesprochen. Und wir Kinder, das kann ich mich noch sehr daran erinnern, wussten von nichts und haben aber das ganze Drama miterlebt und hatten wahrscheinlich, glaube ich, riesen Fragezeichen über unseren Köpfen und immer so ein bisschen Angst besetzt. Auch das Thema Sterben und der Tod, das war immer irgendwie ein Feindbild als Kind, weil wir, oder sage ich wir mit meinen Geschwistern und Cousins und so, also alles als Familie, wir eher da nicht mit reingenommen wurden.
Und als meine Mutter, also ich bin dann erwachsen geworden und war immer noch in dieser Angst. Es gibt eine Begebenheit, da bin ich mit Chris, meinem Mann, über einen Friedhof gelaufen vor 15 Jahren und er guckte sich die Gräber an und sagte bei einem Grab, ach, wie schön, so möchte ich das auch gerne mal haben. Und dann bin ich fast emotional zusammengebrochen und fand das so furchtbar und habe so gemerkt, ah, irgendwie reagierst du aber mit Mitte 30 jetzt auch nicht so adäquat da drauf und habe mich schon damals gefragt, was ist das denn? Warum habe ich so eine große Angst davor? Und der ausschlaggebende Punkt, mich mit dem Thema so richtig auseinanderzusetzen, ist der Tod meiner Mutter gewesen vor 13 Jahren. Die ist sehr plötzlich verstorben und ich habe gewusst, so, jetzt ist der Fels weg, also ist meine Mutter weg, und ich muss diesen Tod verstehen und besser kennenlernen, sonst gehe ich dabei zugrunde, daran zugrunde, weil ich es einfach nicht verstanden habe und habe von mir aus gedacht, ich brauche, also ich bin eben auch so eine Person, ich muss mich dann, also ich schmeiß mich dann so rein und muss dann irgendwie die Challenge annehmen und das war meine Challenge, lernen den Tod besser kennen. Und dann habe ich meine Kinder in die Kita gebracht eines Morgens und dann war ein Aushang in der Kita, dass der ambulante Hospizdienst einen neuen Kurs anbietet zur Hospiz-Sterbebegleiterin. Und ich habe gedacht, ja, das mache ich. Ich wusste sofort, das sollte ich sehen, dass wenn man so, ich rede da sehr, sehr gerne von dem Plan auch. Also ich glaube, das war wirklich, dass Gott mich da so rein drauf gestupst hat, so sehr liebevoll. Und ich wusste, okay, ich muss es machen. Und dann war ich dort, habe diesen Kurs gemacht und habe aber vorher schon gesagt, das mache ich nur für mich. Ich möchte gar nicht begleiten. Ich möchte nur den Tod kennenlernen. Und das war eine ganz nette Frau damals, die gesagt, ja, okay, dann gut. Und natürlich wusste sie, wie das endet, nämlich, dass ich echt ein Interesse entwickelt habe, mehr zu erfahren über den Tod, mich zu reflektieren in meinem Denken über den Tod, also Todeskonzepte. Da ging es auch viel drum, meine eigene Einstellung. Und es hat sich so entwickelt. Und dann bin ich so rein und habe eine Leidenschaft dafür entwickelt und kann mittlerweile, weiß ich, der Tod geht mit der Geburt. Also ab der Geburt geht der Tod mit als Begleiter und ich bin nicht lebensmüde, sag ich mal, oder so. Ich bin da sehr realistisch. Es geht einfach, es ist einfach so, der geht mit, aber nicht als Feind. Und in diesen Jahren hat sich das so entwickelt, dass es ging jetzt nicht von jetzt auf gleich. Das waren bestimmt 7 Jahre oder so, dass diese Entwicklung war, wo ich dachte, so, okay. Und dann habe ich Menschen begleitet in den Tod und habe irgendwie gemerkt, ja, das ist sowas, sowas Tiefes, sowas muss nicht immer sein, aber es kann auch friedlich sein. Also das kann einem die Angst tatsächlich nehmen. Wir wissen ja alle nicht, ne, wie jeder stirbt ja anders tatsächlich. Aber es ist für mich kein Feindbild mehr. Das fand ich total gut. Und dann habe ich mich, weil ich ja Sonderschullehrerin bin, du hattest es ja vorher im Intro gesagt, habe ich, weil ich auch Schülerinnen und Schüler hatte damals, die auch progredient, also lebensverkürzt, erkrankt sind, gedacht, ich würde es auch gerne in den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Und dann habe ich die Ausbildung da auch nochmal gemacht und habe dort auch 2 Kinder begleiten dürfen. Und habe mich dann aber trotzdem parallel immer gefragt, was ist denn mit den Hinterbliebenen, mit den Angehörigen, mit den Kindern, die da so zurückbleiben als Trauernde, auch Geschwisterkinder bei den Kindern eben oder halt, genau. Und dann habe ich mich entschieden, die Hospizhelferausbildung, Quatsch, nein, das ist falsch. Ich habe mich entschieden, die Ausbildung zu machen und die große Qualifikation im Basis, also die Basisqualifikation für Trauerbegleitung. Ich mache das nochmal. Und dann habe ich mich entschieden, die große Basisqualifikation für Trauerbegleitung zu machen in einem ganz tollen Verein in Köln und habe mich dann auch verpflichtet, sozusagen dort mehrere Jahre selber Kinder- und Jugendgruppen zu leiten.
Und das ist toll. Also es ist mein Herzensthema. Ich möchte es raus aus der Tabuzone holen. Ich möchte Kindern eine Stimme geben und Angehörige anleiten, den Kindern auch gut und angemessen zu begegnen und auch die Ängste zu verlieren, mit Kindern über den Tod zu sprechen, weil Kinder das ganz, ganz anders machen. Wow. Also erstmal dazu, zu deiner Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Ja, total spannend, welche Wege wir manchmal als Menschen gehen Ja. und was sich daraus entwickelt, aus der Historie heraus eine Ja. Berufung sich auch entwickeln kann. Mega spannend. Genau, du hattest es ja schon angedeutet gerade eben, dass Kinder und Jugendliche anders trauern. Beziehungsweise hatten wir das auch im Vorgespräch, dann dachte ich, ah, okay. Wir haben ja auch drei Kinder und wir haben zwei Kaninchen beerdigt. Und natürlich auch im Umfeld gab es den einen oder anderen Todesfall. Und da habe ich natürlich auch selber so meine Kinder beobachtet. Aber wenn man selber so auch gerade beschäftigt ist mit der eigenen Trauer und dann auch begleiten, mit seine eigenen Kinder zu begleiten oder fremde Kinder. Aber erzähl mal so ein bisschen was drüber. Wie unterscheidet sich diese Trauer von Kindern und Jugendlichen von der Trauer der Erwachsenen? Welche Besonderheiten gibt es da? Ja, also das, was ich im Vorfeld vorweg sagen möchte, ist, dass der Trauerprozess so individuell ist, wie es Menschen gibt auf dieser Welt. Und es gibt auch nichts Falsches oder nichts Richtiges. Und es ist alles erlaubt. Und es gibt nicht den richtigen Weg, sondern deinen richtigen Weg. Dein eigener Weg ist der richtige. Und bei den Erwachsenen ist es ja so, dass wir reden ja viel. Also wenn wir ein Problem haben oder auch wenn wir traurig sind und dann setzen wir uns in den Trauergruppen, zum Beispiel für Erwachsene, setzen wir uns zusammen und jeder bringt so zusammen, wie es ihm geht oder wie es ihr geht. Und das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied, denn Kinder machen es nicht über die Worte, die würden sich selten setzen sie sich hin und sagen so, ich habe ein Problem, sondern die gehen mehr über das Verhalten, die gehen mehr über Gefühle, Emotionen, aber drücken sich dann quasi nonverbal aus. Und das ist auch das, was den meisten Angehörigen große Sorge bereitet, weil wir immer wieder Angehörige haben in den Gruppen, die dann sagen, ach, ich verstehe das irgendwie nicht, der oder die, das Kind weint überhaupt nicht, aber dabei hat es doch den Opa so lieb gehabt. Ja. Es hat den Opa lieb gehabt und ja, es weint nicht, aber doch, es trauert, weil die Kinder das halt so, ja, durch Emotionen, aber die sie nach außen bringen, eben nonverbal ausdrücken. Entschuldigung, jetzt habe ich das Wort, genau, ausdrücken, ja. Und da geht es halt eben auch um Aggression, um Wut. Je nachdem, welches Gefühl oben aufliegt, Kinder trauern in sogenannten Trauerpfützen. Das ist auch so wichtig für die Angehörigen zu wissen. Das ist so, es kann sein, dass ein Kind sehr versunken im Spielen ist und dann plötzlich kommt und sagt, ich habe den Papa, ich vermisse den Papa so. Und dann möchte die Mutter vielleicht mit dem Kind sprechen und dann sagt das Kind in der nächsten Minute, ach und da, ich gehe mal wieder buddeln oder so. Also die springen so richtig in diese Trauerpfütze rein und auch wieder raus relativ schnell. Und das ist aber ein total, wie ich finde, sehr, sehr achtsames Vorgehen. Das haben die Kinder so in sich drin. Das haben wir ein bisschen verloren, weil diese Pfützentrauer sorgt natürlich dafür, dass die Kinder auch Trauerpausen haben. Die nehmen sich die quasi intuitiv, sagen sie was und gehen dann auch direkt wieder raus, wenn es vielleicht zu sehr wehtut oder so. Also das ist ein Mechanismus, der ist in den Kindern verankert und das ist für uns als Trauerbegleiter total toll, für viele Angehörige einfach sehr verstörend. Also würdest du dann vielleicht auch sagen, dass wir es ein bisschen verlernt haben, weil wenn wir erwachsen werden, wir werden ja daraufhin auch so ein bisschen trainiert. Ich spreche jetzt mal von der Masse. Natürlich ist jeder Einzelne,
aber in unseren Emotionen, die zu unterdrücken, zu regulieren, sich zusammenzureißen, es ist ja immer irgendwie unpassend. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, ne, dass wir ja funktionieren müssen, je älter wir werden. Ja, genau. Und wie, es ist eigentlich so ein Zusammenspiel aus dem Funktionieren. Und ich finde auch gerade bei den Angehörigen erlebe ich das oft, dass sie sagen, ich kann doch nicht vor meinem Kind weinen, dann wird es ja auch traurig. Aber genau das brauchen Kinder. Kinder brauchen Vorbilder. Und man darf weinen vor dem Kind, weil man dann sehr nahbar wird und auch, man wird nahbarer. Und ich glaube, das haben wir aber uns so als Erwachsene, so wie du sagst, ne, leider irgendwie irgendwo notiert, oder ist es in unseren Köpfen, dass wir das nicht dürfen oder funktionieren müssen. Natürlich, ich meine, die Gesellschaft zeigt ja auch, wir müssen funktionieren, und auch bei einem Verlust ist man ganz schnell dabei zu sagen, ja gut, es ist jetzt schon 2 Wochen her, könntest du nicht mal langsam wieder jetzt funktionieren, aber es dauert einfach lange, lange, und es ist nicht von eine Sache von Monaten und auch gar manchmal auch nicht für Jahre. Es passiert nicht selten, dass das erste Trauerjahr nicht so schlimm wird, also in Anführungsstrichen, dass das zweite nochmal emotional herausfordernder ist, weil im ersten funktioniert man und hat so viele Dinge zu erledigen und muss einfach überleben, und dann wird das zweite Jahr zieht einen noch mal mehr in die Trauer rein. Und das ist auch total in Ordnung. Ich merke schon auch bei mir, weil ich bin da auch so ein bisschen gedanklich mit drin und merke ich gerade, wie wir aufpassen müssen. Bleiben wir jetzt bei den Kindern oder reden wir über Erwachsene? Ja, das fällt mir gerade so auf im Gespräch. Und das ist aber, glaube ich, völlig in Ordnung. Nur, dass wir es auch immer wieder benennen, weil man vergleicht ja, und mir ging gerade selber durch den Kopf, habe ich als Kind jemanden verloren, also habe ich so richtig getrauert als Kind. Mir fällt ad hoc wirklich nichts ein. Also ich glaube, ich habe als Kind niemanden verloren, der jetzt ganz eng steht. Das könnte jetzt bei anderen natürlich anders sein, dass sie Eltern, Verwandte, Freunde, was weiß ich, verloren haben, aber auch Haustiere zum Beispiel, die sehr, sehr, wo man sehr eng war. Und das spielt ja auch damit rein, meine eigene Geschichte sozusagen, wie ich, vielleicht kann ich es gar nicht verstehen, wenn mein Kind trauert, ne? Das hat mir gerade schon gesagt, diese Pfützen, dass es allgemein so ein Verständnis da uns ein bisschen abhanden gekommen ist. Und zusätzlich noch meine eigene Erfahrung, wenn ich gar keine gemacht habe oder eben diese Erfahrung gemacht habe, oder im Worst Case schlechte Erfahrung gemacht habe, wie mit meiner Trauer umgegangen wurde, als ich Kind war. Ja, genau. Gibt es da Signale, so ganz praktisch mal gesagt, gibt es Signale, an denen man erkennen kann, dass ein Kind tatsächlich eine Unterstützung in seiner Trauer braucht? Weil du hast gerade eben gesagt, dass es dass Kinder da ganz gut eigentlich damit umgehen. Ne? Und ich finde, wir sollten da aufgeklärt werden als Erwachsene. Das machen wir jetzt gerade. Und wo ist der Punkt, wo man eingreifen sollte als begleitende Person, wo man sagt, oh, jetzt ist ein bisschen mehr gefordert. Ja, also die Trauer bei Kindern ist ja tatsächlich keine Erkrankung oder keine Krankheit. Das ist ja was ganz, ganz Normales. Das möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Und ich glaube, jedes Kind oder jeder Zugehörige oder Angehörige, die sich irgendwie Gedanken macht, oh, ist das jetzt irgendwie richtig? Oder trauert mein Kind richtig? Oder, oh, ich bin so in meinem Trauerprozess drin als Erwachsene, ich kann dieses Kind eigentlich gar nicht so wirklich unterstützen, was ja auch total normal ist, möchte ich auch nochmal sagen. Also es ist kein Vorwurf, es ist eine ganz klare Sache, die können sich eben an Trauervereinen für Kinder und Jugendliche wenden. Es ist natürlich so, dass Trauer auch pathologisch werden kann. Auch wenn es keine Krankheit ist, können sich so Dinge entwickeln. Ich kannte einen Jungen, der hat sich immer
Der hat sich gekratzt und zwar richtig blutig gekratzt, weil seine Emotionen irgendwie so auf diesem Weg raus mussten und er keinen anderen Ausweg gefunden hat. Die sind dann gekommen zu uns und er hat neue Ressourcen an die Hand bekommen, sage ich mal, auf spielerische Weise. Und das war ganz gut. Oder eben auch die meisten, gerade bei den Kindern, melden sich ja die Angehörigen, die sich Sorgen machen über die Trauer der Kinder, weil sie davon ausgehen, dass da irgendwas sich nicht gut entwickelt, und die möchten ja auch alles richtig machen. Zugehörige möchten alles richtig machen. Und das zum einen kann man nicht alles richtig machen, und zum anderen ist es aber total schön, wenn man so merkt, dass da so das Augenmerk auf die Kinder gesetzt wird, weil die ja auch diejenigen sind, die es schon sehr stark brauchen, eben einen eigenen Raum für sich zu haben. Und in unseren Trauergruppen ist es so, das Allerwichtigste, was die Kinder dort mitnehmen, und das ist auch immer wieder rührend zu sehen, ist, dass sie merken, ich bin nicht alleine. Es sind also Kinder da, die genau wissen, worum es geht, und die auch das Ähnliche erfahren haben, nämlich einen sehr, sehr intensiven und sehr wichtigen Menschen verloren zu haben. Und dass sie merken, ich bin kein, also ein Junge hat das mal so erwähnt, hat gesagt, ich fühle mich in der Schule wie ein Alien, weil mich versteht keiner. Ich kann noch so davon erzählen oder mich noch so verhalten. Ich komme mir vor wie ein Außerirdischer. Und das ist bei den Kindern aus der Gruppe tatsächlich nicht. Da merken die, oh, okay, ich bin gar nicht so, ich bin nicht alleine mit dem Ding, mit diesem Thema, mit dem großen, sehr schlimmen Erlebnis, sondern ich bin kein Alien. Und stoßen auf Verständnis. Ja, richtig, genau. Die stoßen auf ganz großes Verständnis und vor allen Dingen ohne viel zu sagen zu müssen. Und was ich auch noch da wichtig finde, das haben wir gar nicht so besprochen bis jetzt, dass wenn man von Kindern spricht, man immer schauen muss, dass es ja auch entwicklungspsychologisch im Todeskonzept eine große Bandbreite gibt. Also nicht jedes Kind versteht in jeder Altersstufe den Tod gleich. Also die ganz Kleinen, die brauchen ganz viel Unterstützung die merken das, kriegen das auch schon mit, aber die kriegen das ja kognitiv noch nicht verarbeitet. Also dann rede ich wirklich von Säuglingen. Und je älter die Kinder werden, dann ergibt sich das so. In der Grundschule zum Beispiel haben die also haben so eine Entdeckerfreude in sich, dass sie auch Fragen stellen. Wenn zum Beispiel der Opa verstirbt oder so, dann kommen dann so Fragen, die für uns total verschreckend, für Erwachsene total abschreckend sind, aber so wie, ja, jetzt liegt der Opa da unten, wann wird der denn von Maden zerfressen? Also das sind so Fragen, die sind total hart, aber die kommen von Kindern in dem Alter. Und da ist es total wichtig zu sagen, okay, nee, aber da sind keine. Also das weiß man jetzt mittlerweile, dass das auch nicht so ist, dass diese Angst davor weggenommen wird, vor diesem Maden und Zerfressen. Das stimmt ja gar nicht. Und das finde ich total wichtig, dass man das als Zugehörige oder als Angehörige weiß, weil so eine Frage kann sehr tief gehen und auch sehr verstören, weil man denkt, oh, was ist denn jetzt mit meinem Kind los? Ja, vor allem, es entsteht ja ein Bild im Kopf und das Ja. ist ja wirklich nicht schön. Und dadurch, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass auch Tod und Trauer, das ist ja echt so ein mystisches Thema Richtig. und total ein Tabuthema einfach, gerade hier auch Ja. in der Kultur, wo wir jetzt aufwachsen. Ja, genau. Ja, die Kinder malen auch sowas wie einen Sensemann oder so. Also die haben in dem Alter auch so andere Synonyme und andere Bezeichnungen für den Tod, aber das ist dann nicht ein Fall für den Kinder- und Jugendpsychologen, sondern es ist eine ganz normale Entwicklung. Die Konfrontation und die Beschäftigung mit dem Thema geht in dem Alter, also so 5, 6, 7, eher auf dieser Entdecker- und ja, wie soll ich das sagen, auf dieser kreativen Art
Und die wird immer konkreter, je mehr der Zeitbegriff auch da ist. Also wenn man in der ersten Klasse oder zweiten Klasse dann die Uhr lesen kann, zum Beispiel als Kind, dann hat man nochmal so eine andere Perspektive. Dann weiß man, okay, das ist unabhängig von diesem Kreativen, aber das ist dann so, dann weiß ich, was das ungefähr, was das heißt, tot sein. Vorher ist diese Zeit, das Zeitgefühl gar nicht da. So, ne? Und so entwickelt sich das immer weiter. Und auch so sensibler muss man dann auch mit den Kindern, die dann so 10, 11, 12, so ein Teenie-Alter ist es ja nochmal, kommt nochmal eine größere Bürde und Hürde dazu, weil die Kinder ja in der Pubertät, also reinschlittern in die Pubertät und sich sowieso vieles verändert in ihrem Leben. Und dann so ein Verlust, der kann schon noch mal so richtig reingehen und brauchen dann noch mal intensivere Begleitung. Aber das Allerwichtigste ist tatsächlich, die Kinder und die Jugendlichen ernst zu nehmen und den Kindern und Jugendlichen keine Lügengeschichten zu erzählen, weil man denkt, man muss sie vor irgendetwas schützen. Weil diese Fantasie der Kinder viel größer ist als das, was es ist, also die ertragen mehr, als wir als Zugehörige oder Angehörige denken. Das sind dann auch so Geschichten wie, darf mein Kind mit auf die Beisetzung gehen? Darf mein Kind den Opa nochmal tot sehen? Und dann ist ja auch immer damit die Angst verbunden, oh, ich will aber nicht, dass mein Kind einen toten Menschen sieht. Aber jetzt stell dir mal vor, ein Kind kennt ihren Opa, also das Mädchen kennt ihren Opa. Groß, stattlich. Und dann plötzlich, wenn es eine Urnenbestattung ist, zum Beispiel, dann in einer kleinen Urne. Also da kommen Fragen, die kommen ganz automatisch. Und deswegen gehen wir tatsächlich gerne mit diesem Rat in die Welt. Nehmt die Kinder mit. Nehmt die Kinder mit in diesem Prozess, auch wenn es eine Erkrankung ist, die fortschreitet, wo sich Veränderungen sichtbar machen. Immer kindgerecht und auch wenn das, nur wenn das Kind es möchte, aber öffnet die Tür, macht es möglich, diesen Prozess mitzuerleben, auch als Kind, weil die Fragen kommen im Nachgang und dann wird's schon auch schwierig. Das hilft dir ja auch für die ganze Gehirnentwicklung, das zu verarbeiten. Ja. Ich habe immer gedacht, also ich kam damals nicht dazu, ich springe jetzt leider wieder ins Erwachsene, weil ich muss das Kein ja irgendwie Problem. abgleichen, weil mir diese Erfahrung eben nicht, ich sag mal jetzt vorsichtig, fehlt. Muss nicht fehlen. Mein Schwiegervater, als der verstorben ist, das war auch sehr plötzlich. Da war ich bei unseren kleinen Kindern und konnte da eben nicht weg. Der war im Krankenhaus ganz plötzlich und dann ging das innerhalb von 2, 3 Tagen. Und ich hatte nicht diese Möglichkeit, ihn nochmal zu sehen, mich zu verabschieden. Und die Anfangszeit dachte ich, naja, der ist ja nur in Kur gefahren. Und der kommt ja dann wieder. Und ich habe ganz lange gebraucht, das zu realisieren, dass da Ende ist. Der wird nicht wiederkommen. Und das hilft ja wahrscheinlich, ist es dann ähnlich bei Kindern, dass man sie in diesen Prozess mit rein nimmt des Endlichen, wie ein Mensch sich verändert. Ja, das hilft oder das kann helfen und ich möchte das aber nochmal betonen, dass es auch immer wieder es muss zur Familie passen, es muss zum Kind passen, es muss zu der Situation passen. Ich möchte nicht irgendwelche Schuldgefühle schüren, wenn es bei einer Familie nicht so war. Also auch bei den Hörern jetzt, wenn es nicht ging, dann ging es nicht. Und dann kann man aber trotzdem andere Wege im Nachhinein in den Trauergruppen, da sind alle Trauerbegleiter gut vorbereitet, da auch das aufzufangen. Nur wenn es soweit, also wenn es möglich wäre, da auch so ich sag mal, den Blickwinkel vielleicht einfach ein bisschen zu justieren und vielleicht für die Zukunft da
vielleicht sich vorzunehmen, irgendwas anders zu machen. Und trotzdem ist es eine situative Geschichte. Und wenn es dann in dem Moment nicht geht oder das Kind es nicht möchte, dann ist das definitiv auch nicht falsch. So, das möchte ich gerne nochmal betonen. Aber es gibt auch viele, viele Trauerbegleiter oder Begleiterinnen, die beratend tätig sind. Da kann man sich auch immer gut darüber informieren. Auch auf Plattformen im Internet, da gibt es ja ganz viel. Ja, aber das hilft schon mal sehr, sehr weiter, da auch ja seine Kompetenz zu stärken und ja, Ja, dieses genau, Wissen. weil ich glaube, das, was du hattest, was du gerade angedeutet hast, ist mit deinem Schwiegerpapa, das geht uns ja allen bei einem plötzlichen Verlust so, dass man das Herz und der Verstand, die kommen da nicht drum, die kommen da nicht hinterher. Und ich hatte das bei meiner Mutter, die ist ganz plötzlich auch verstorben, ganz plötzlich, und ich wohnte da schon in Köln und sie 50 Kilometer, 60 Kilometer weiter. Wir haben uns, das ist nicht weit, aber wir haben uns nicht oft gesehen. Und das war kurz vor der Beisetzung, habe ich gedacht, ja, ich rufe da mal eben kurz bei meiner Mutter an. Ich konnte das nicht vereinbaren. Das passte nicht zusammen. Und ich habe sie tatsächlich, meine Tochter hat sie gesehen bei der Beisetzung. Ich konnte das nicht. Ich habe mich nicht von ihr verabschiedet am Sarg. Und das hat mich lange, lange, lange begleitet. Weil das hilft bei der Realisierung, dass es tatsächlich die Realität, also den Tod als Realität zu sehen und zu empfinden und zu wissen, das hilft halt sehr, den Verstorbenen nochmal zu sehen, weil sich ja bei den Kindern zum Beispiel auch, da kenne ich auch Familien, die das so handgehabt haben, dass der Opa nochmal angefasst wurde, der halt aber kalt war und nicht mehr so warm wie immer, oder? Also dass quasi die klaren Anzeichen da waren und das war realistischer für die Kinder. Aber es gibt auch Angehörige, und das ist auch ganz normal, die sagen, aber ich konnte in dem Moment überhaupt nicht. Natürlich nicht. Die sind ja selber auch im Trauerprozess. Das macht ja auch was mit einem als Angehörige. Und da mein vollstes Verständnis, und das ist auch richtig, richtig hart, dann das Kind richtig zu begleiten und dann alles richtig machen zu wollen. Und da raten wir sehr, sehr gerne dazu, sich jemanden zu suchen aus der Familie, aus dem Freundeskreis, die vielleicht auch eng sind mit dem Kind oder mit den Kindern, und die dann quasi, wir sprechen oft von so einem Leuchtturm, die dann quasi so fest stehen können, dass sie den Kindern ein Leuchtturm sein können oder ein Halt in dem Moment. Weil dass die nahen Zugehörigen oder Angehörigen das nicht können, ist ja ganz klar. Auch Ja. wieder ohne Schuld. Also es ist einfach ein ganz normales Ding. Ja. Und man selber befindet sich ja meistens, also wenn es plötzlich ist, also eigentlich ist es egal, ob es plötzlich ist oder Ja. ein schleichender Prozess. Ich glaube, dass das auch ein Trauma wahrscheinlich auch sein kann. Ja. Vielleicht nicht immer ist, aber. Also bei mir war es tatsächlich so. Ich habe ja auch letztes Jahr erst, ist ja noch relativ frisch, meine Ja. Mutter zusätzlich verloren. Mein Vater, der ist schon 2002 verstorben. Also im Nachhinein schon Erfahrung mit Tod und ich habe alle drei nicht noch mal so gesehen, wie du das jetzt beschrieben hast. Ich habe sie alle drei nicht tot gesehen und ich träume heute auch noch von ihnen, weil das, also es ist echt ein spannendes Thema im Sinne von Verarbeitung, was passiert da? Ja, da könnte man jetzt noch tiefer gehen. Ich glaube, wir bleiben noch mal bei den Kindern. Sehr gerne, ja. Ich stelle mir das auch sehr, sehr bedeutsam vor. Wenn auch, ich sag mal, von Opa, Oma, wo man sagt, okay, die haben schon gelebtes Leben. Und ganz schlimm muss es sein, wenn man die Eltern verliert oder auch Geschwister, Ja. die Lebensbegleiter, die beste Freundin oder Freund. Genau, und ich
kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da eine professionelle Begleitung fast notwendig ist, wenn es so tief ist und so nah. Und da möchten wir hier auch an dieser Stelle mit diesem Podcast auch ein bisschen Mut machen, zu sagen, diese Menschen gibt es, die sind ausgebildet, die sind qualifiziert dafür, dass man diese Hürde übernimmt, überwindet und sich da ruhig rantraut. Und du kannst ja ein bisschen kurz mal erzählen, berichten, was passiert denn da? Jetzt, ich rufe bei dir an oder ich komme vorbei und was passiert dann? Ja, da passiert nichts Schlimmes. Genau. Also, wenn du bei mir anrufst, dann vereinbaren wir ein Erstgespräch. Dann würdest du in die Räumlichkeiten kommen. Jetzt bei mir, bei den Johannitern, haben wir ja einen Lacrima-Flur sozusagen, wo ganz viele schöne Räume sind. Dann würde ich dir den zeigen. Du würdest mir erzählen, was bei euch passiert ist und was ihr braucht und was ihr vielleicht auch, was ihr sucht. Manche wissen es, manche wissen es nicht. Es ist auch überhaupt nicht, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann würdet ihr zu unserer Schnupperstunde kommen. Das heißt, in die Gruppenstunde. Und die sieht bei uns so aus, dass die Kinder und die Zugehörigen oder Angehörigen getrennt voneinander begleitet werden. Das heißt, die Kinder sind dann in diesem Kindertrakt mit den Begleiterinnen und du wärst dann als Angehörige in der Angehörigengruppe, würdest auch begleitet werden von zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Und dann würde das Kind in der Gruppe eine Kerze gestalten. Das machen wir immer, das machen die Kinder bei uns immer, eine Kerze für den Verstorbenen oder für die verstorbene Person. Und diese Kerze dürfte das Kind dann mit nach Hause nehmen. Und das machen wir ganz bewusst, weil wir viel mit Ritualen arbeiten, auch in der Gruppe, in den Gruppenstunden und uns wünschen, dass wir ein Stück Wegbegleiter sind, aber auch verloren gegangene Ressourcen wieder aufdecken und durch Rituale zum Beispiel zeigen, dass sie sich diese Kerze mit nach Hause und wir nehmen können und wir regen dazu an, dann sich einen schönen Platz zu suchen und die Kerze dann bei verschiedenen Anlässen anzuzünden und dann besonders an die Person zu denken, für die die Kerze ist. So, genau, dann darf das Kind in der weiteren Stunde einen Stern gestalten. Das ist ein schöner gelber Pappstern, den darf das Kind ganz bunt gestalten und in die Mitte kommt ein Foto von dem Verstorbenen und dieses Foto bleibt dann halt da in der Gruppe. Und immer zu Beginn der Gruppenstunde holen wir uns diese Sterne in diesem Kreis, in den Kerzenritualkreis sozusagen und setzen uns auf den Boden und dann sind die Verstorbenen alle mit uns in diesem Raum. Das ist so sehr, sehr schön und dann darf dieses Kind eine Kerze anzünden und was von dem Verstorbenen erzählen, weil das möchten wir. Also wir möchten Erinnerungen schaffen und nicht das so weit wie möglich weg, sondern es soll in die Mitte und es soll auch ans Licht, sage ich mal, und die Kinder sollen die Möglichkeit haben, darüber zu erzählen. So, und das würde dann quasi in der ersten Stunde auch passieren, dass das Kind es auch erzählen möchte, also wenn es erzählen möchte, auch kann. Und dann würdet ihr wiederkommen, wahrscheinlich. Genau, wir spielen ganz viel in den Gruppen. Das auch ganz große Priorität. Wir gehen auch mal in den Toberaum, da dürfen die Kinder auch sich körperlich austoben. Bällebad und damit so irgendwelchen Wutkeulen, die nicht wehtun, darf man irgendwo drauf, weil es ja auch wichtig ist und weil es eben auch die Sprache des Kindes ist, was ich ja anfangs schon gesagt habe, die machen das einfach auch über Bewegungen und über sich austoben und genau so. Und es wird viel gebastelt bei uns zu verschiedenen Themen. Trauerbezogen. Und dieses Thema, das sage ich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die anfangen möchten, bei uns zu arbeiten, keine Angst vor dem Thema Tod und Trauer, weil das ist eine Trauergruppe. Und das ist auch klar, also es ist auch deutlich in der Gruppenstunde. Und auch ganz wichtig, dass die Kinder kommen,
so wie sie sind und was sie mitbringen. Und es ist alles erlaubt. Es ist Schweigen erlaubt, es ist Reden erlaubt, es ist Toben erlaubt, es ist das, was das Kind braucht, ist erlaubt. Und ihr bietet den Raum, einfach gehalten zu werden. Ja. Mhm. Ja, genau. Es ist ja kein therapeutisches Angebot, was ich total wichtig finde, weil nicht jedes Kind braucht einen Therapeuten im Trauerprozess. Eben vorhin ja auch gesagt, Trauer ist keine Krankheit. Trauer kann krank machen, wenn man sie nicht rauslässt. Also das ist tatsächlich so, es kann sich festsetzen und es kann pathologisch werden. Und ein traumatisches Erlebnis kann zum Trauma werden, immer, aber es muss es nicht. Mhm. Und ein kleiner Bestandteil ist nicht als Trauma, nicht im Trauma zu enden, ist auch, dass, also ich sage ganz speziell auch, weil natürlich gibt es viele Dinge, woraus ein Trauma entstehen kann, das ist mir bewusst, aber eine kleine Facette, das quasi gesund in Anführungsstrichen zu trauern, ist es wirklich, es rauszulassen. Mhm. Mhm. Ja. Und die Kinder machen es eben durch Bewegung und durch Aggression manchmal auch und die Erwachsenen durch Tränen, viel auch durch Tränen. Und ich bin immer froh, wenn Tränen dabei sind, weil das bedeutet, dass es auch einen Platz hat, rauszukommen. Mhm. Jede Träne ist willkommen. Ich stelle mir auch gerade vor, dass sie überall Taschentücher boxen. Bei den Erwachsenen, genau. Die Kinder, die sind da gar nicht so. Also bei uns wird wenig, wenig geweint, weil es viel gelacht. Es wird wirklich viel gelacht. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass jeder Raum und jede Umgebung so, Kinder sind ja auch da super, super intelligent. Ja. Vielleicht passt es nicht immer, wenn ich zu Hause bin, zu lachen. Vielleicht passt es eher bei euch, weil vielleicht, ne, so, also, ne, ja, voll interessant. Also das, ja. Das ist auch eine ganz große, also ganz, ganz großer Punkt, warum Kinder auch nicht so oft sprechen mit den Zugehörigen oder den Angehörigen, weil sie sie nicht noch trauriger machen wollen. Ja. Ja. Und das wird oft ja auch falsch verstanden. Verständlicherweise, man ist ja auch einfach viel, viel intensiver und viel emotionaler in so einer schwierigen Zeit. Aber das ist wirklich, wenn man die Kinder so sieht in den Gruppen, da ich denke, nee, der spricht total frei und der sagt alles. Und die Mutter sagt, nee, der sagt überhaupt nichts. Mhm. Aber er möchte in dem Moment die Mama nicht noch trauriger machen. Und das hat man ganz oft bei Filmen. Da sieht man das, da kommt das so richtig schön raus, wie Kinder oftmals ihre Eltern nicht noch zusätzlich belasten wollen. Und ich habe jetzt diesen Buchspazierer, den Film, den habe ich geguckt, bin ein ganz großer Fan von den Schauspielern. Und ich habe es immer ganz schwer mit Namen Christoph Maria Herbst, ne? Genau. Oh ja, der ist ja auch super. Genau, und da geht es nämlich auch um diese Trauersituation und da fiel mir dann das ein, dass ich bald ein Gespräch mit dir habe und da sieht man genau das, dass es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo er dann endlich mal trauert, diese Trauer zulässt und dann weint sie zusammen und das war der absolute Höhepunkt, wo, glaube ich, es saßen 50 Leute im Raum, ich glaube, alle haben geheult, weil das so gut rüberkam, aber wo jeder gemerkt hat, wo eigentlich der Kern war, das lässt sich manchmal schwer in Worte jetzt so verpacken. Genau. Ja, genau. Ich finde es auch ein sehr komplexes Thema. Also das wird wahrscheinlich auch in dieser Stunde nicht, hoffentlich, aber irgendwie trotzdem ein bisschen deutlich, dass das so individuell ist einfach. Der Trauerprozess, den kann man nicht einfach, da kann man ein Buch, es gibt ja viele gute Bücher, die den Trauerprozess beschreiben. Und trotzdem ist ja jeder Mensch, steckt ja ein Mensch dahinter. Ja. Und es ist ja sehr individuell. Ja, kannst du trotzdem noch mal irgendwie so ein paar Sachen dazu sagen, was sollte man auf keinen Fall tun? Was ist so richtig in die Fritteuse gegriffen?
Das ist sehr süß, dieser Begriff, in die Fritteuse gegriffen. Ja, also ich sage nur was ganz, also es schürt zum Beispiel Ängste, wenn man sagt, der Opa ist eingeschlafen. Oder die Oma ist hingefallen und ist dann gestorben oder so. Das mag so sein, dass man das so verniedlicht, aber das schürt ganz große Ängste. Von daher wäre das eigentlich das A und O, es zu benennen. Der ist gestorben. Und dann auch zu erklären, gestorben heißt, das Herz schlägt nicht mehr. Man wird kalt. Der kann nichts mehr hören, nichts mehr sehen, nicht mehr sprechen. So, der ist gestorben. Und das wird auch nicht mehr, wir werden ihn auch nicht mehr sehen können, lebend. So. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und auch so Verniedlichungen zu vermeiden am besten. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist es auch wirklich, die Kinder ja nicht mit so, ach, da bist du noch zu klein oder so. Versuchen, das so kindgerecht, wie es geht, zu erklären. Sich auch Hilfe zu holen, zum Beispiel mit Literatur. Es gibt ganz tolle Kinderbücher über das Thema Tod und Trauer. Genau. Zum Beispiel, dass man. Was man auch nicht also was man vielleicht vermeiden sollte, wären, das persönlich zu nehmen, was die Kinder äußern in dieser Zeit, weil das auch eine Ausnahmesituation für die ist und dass sie wollen in keinster Weise irgendwen verletzen, im Gegenteil. Aber es ist halt ihre Art zu trauern. So. Und immer Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und diese dann kindgerecht zu beantworten. Und da darf ein, ich weiß es nicht, gehört da auch, da hat Platz dort. Es darf sein, wenn ein Kind eine Frage stellt, darf sowohl sein, du, also nicht jetzt, das erzähle ich dir, wenn später mal, dann aber diese später in irgendeiner Weise versuchen einzugrenzen, also das vielleicht in ein paar Wochen oder so, nicht zu sagen irgendwann. Und man kann auch sagen, ich weiß es nicht. Und man darf auch ruhig fragen, was denkst du denn? Also wenn mich jemand fragt, wenn mich ein Kind fragt, wo sein oder ihr Papa ist, dann würde ich nicht sagen, ich glaube, der ist da und da, sondern zurückfragen, was glaubst du denn, wo der Papa ist? Und dann ist das, was das Kind sagt, steht. Und ist auch da, gibt es auch nichts zu diskutieren. So. Also genau, also ich glaube, kindgerecht ist ganz wichtig. Ehrlichkeit ist wichtig, sofern es geht, auch bei den Angehörigen. Und sich auch mal ein, ich weiß es nicht, erlauben oder erzähle ich dir später. Und das ernst nehmen, das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine abschließende Frage. Gerne. Ich weiß nicht, ob wir könnten ja stundenlang über das Thema reden, das haben wir ja schon gesagt und es gibt auch tolle Bücher dazu. Wie sorgst du eigentlich für dich? Ich meine, du kriegst ja jetzt auch die geballte Ladung mit, auch an Geschichten, an Emotionen. Wie sorgst du für dich, dass du auch langfristig weiterhin so begleiten kannst, wie du es jetzt tust. Ja, also es ist ein Lernprozess gewesen, auch bei mir. So. Ich habe im Trauerzentrum bei Lacrima tragen wir alle rote T-Shirts, so als Symbol, dass wir Mitarbeiter sind, aber auch als ja, als Merkmal, okay, ich bin jetzt Mitarbeiterin bei Lacrima und wenn ich mir dieses T-Shirt ausziehe, dann bin ich wieder Mutter, Freundin, Privatperson. So, das ist das eine, was mir sehr hilft. Zum anderen gehe ich tatsächlich, ja, ich gehe duschen nach jeder Gruppenstunde, um es einfach also einfach mich frisch zu machen, abzuwaschen sozusagen. Und ich habe so ein kleines Holzkreuz in der Tasche und ich gebe es tatsächlich ab. Ich gebe, wenn mich was stark belastet, gebe ich das an Gott ab. Und das hilft mir sehr. Auch während der Autofahrt, dann bete ich nochmal und das reinigt sehr. Genau. Und es ist natürlich immer diese Gratwanderung, aber ich könnte den
Job nicht machen, wenn ich immer in dieses Mitleid reingehen würde. Also ich höre die Geschichten und die gehen mir auch das ein oder andere Mal sehr nah, aber ich, Gott sei Dank, und das ist ein großes Geschenk, und das ist wirklich, da weiß ich, dass ich ein Geschenk bekommen habe von Gott, dass das, was ich höre, nicht in meinen, also in den meisten Fällen nicht mein Herz schwerer macht, sondern ich es einfach aus einer, ich sag mal, professionellen Sicht sehe. Das heißt nicht, dass ich nicht Mitgefühl habe und empathisch bin, aber es bedrückt mich nicht und das dürfte es auch nicht, sonst kann ich diese Arbeit nicht machen. Aber es gibt halt Rituale und es gibt eben diese, ne, sich das T-Shirt ausziehen, duschen gehen habe ich eben und dieses Kreuz und das hilft mir sehr und ich glaube, ohne geht's auch gar nicht. Ja. So, und dann gehe ich natürlich von dem auch immer ins Leben. Das ist ja mein Vorteil, wenn ich nach Hause komme von so einer Stunde oder auch von einem Erstgespräch oder von einer Begleitung, dann erwartet mich meine Familie hier und da ist es lustig, oft nicht immer laut und trubelig und das tut mir gut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dich das auch verändert hat in der Sicht des, wir hatten ja gerade gesagt, dass du die Sicht oder die Beziehung zum Tod, dass sich das verändert hat, aber auch zum Leben. Ja. Total. Das ist auch wirklich, das, ja. Man wird demütig, man wird dankbar für das, was man hat. Und man weiß, dass das Leben ja einfach letzten Endes aber doch ein Fingerschnipp ist. Ne? So, und man, dass jede Minute zählt irgendwie. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. Ich bin auf jeden Fall schlauer geworden. Trauerpfützen, die kannst du mir ganz gut vorstellen. Das ist ein schönes Bild. Und weiß jetzt, wo das, dass es da Menschen gibt, die darauf vorbereitet sind und dass ich da Hilfe bekomme, wenn ich sie, nicht nur wenn ich sie brauche, sondern da kann ich mich jederzeit hinwenden, wenn ich mich unsicher fühle oder wenn ich es einfach denke, so, ja, doch brauche. Genau. Aber es ist halt nicht erst ein großes Problem sein. Also es ist einfach, ich glaube, das ist das, was du auch meintest, ne? So, es ist ja. Genau, so früh wie möglich auch Unterstützung und Support anzunehmen. Vielen, vielen Dank, dass du das tust. Ich sage das auch jetzt mal so stellvertretend, auch für alle Trauerbegleiter. Vielleicht hört uns da jemand zu oder überlegt jemand, das auch zu machen. Vielen Dank dafür, weil es ist eine unglaublich Art zu arbeiten. Ich finde gar nicht die Worte dafür, weil mich das selber so berührt, was ihr da macht. Also vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich fühle mich auch sehr privilegiert, das machen zu dürfen. Das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Das macht mir auch ganz große Freude. Und ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Freude und wirklich schöne, berührende Momente in deiner Arbeit. Vielen Dank dir, alles Gute. Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de. Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.